Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blacktail. Ich hole euch in der Hütte ab. Ich habe schon mal die Schuhe ins Regal gestellt. Ansonsten haben wir im Moment 44 Zähne. Ich habe hier und da noch eine Kiste entdeckt. Ich bin schon mal ein bisschen rumgelaufen und habe auf der Map hier und da mal schwarze Flecken aufgedeckt. Ja, zum Beispiel, wo war ich gerade? Ich glaube hier. Hier war noch ein kleiner schwarzer Fleck. Und hier war zum Beispiel auch nochmal der Ritter. Den habe ich gelegt und ich habe dabei auch eine Seite gefunden und zwar Überlebenskünstler. Die habe ich mal eingelesen und auch freigeschalten. Dadurch kriegen wir mehr Rucksackkapazität. Und jetzt müssten wir ja genug Honig haben. Nee, uns fehlt genau ein Honig. Warte mal, mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Honig finden. Dann können wir uns nämlich diese eine Fähigkeit noch gönnen. Fände ich gut. Sonst liegt doch hier immer irgendwo Honig rum. Ach, guck mal. Schicksal. So. Und die Pilzfusion macht, dass der Jägertrank auch noch ein bisschen die Zeit beim Zielen verlangsamt. Klingt gut. Wir müssen nur mal mehr den Trank benutzen, ne? Ich bleib mal im Moment auch bei dem Schlangenfluch. Oder wollen wir mal wieder den Rabenfluch nehmen? Der ist halt auch. Die klebrigen Pfeile sind halt auch geil. Nee, wir bleiben hier. Oder? Ach, ich kann mich immer nicht entscheiden. Ah, hier. Wir nehmen wieder das hier. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mag ich das. Das funktioniert auch irgendwie gut. Zumindest mit meiner Spielweise. So weit sind wir voll. 9 hätten wir. Und 21 von denen. Oder sollen wir doch mehr Kristallpfeile nehmen? Ach, ich bin immer so unschlüssig. Ach komm, wir nehmen mehr Kristallpfeile. Weil die sind halt gut, die hauen halt rein. Denn ich möchte mit euch heute auch die Quest machen. Hier beim Rebell. Und zwar gehen wir mal kurz ins Tagebuch rein. Hier, Streit im Steinbruch. Das wollen wir heute nochmal machen. Dann haben wir das soweit. Dann fehlt uns im Frühling nämlich nur noch Menschenfresser. Ich glaube, der Sommer ist dann durch, wenn wir das hier haben. Herbst ist fertig und dann können wir uns nämlich wieder auf die Brotkrumen begeben. So, mal eben kurz hier hin und her klicken. Jetzt müsste doch auch... Na, die Markierung zeigt ihr mir nicht, aber ich glaube, die ist auf jeden Fall hier. Streit im Steinbruch. Ja, dann machen wir es so. Ich flitze da schnell hin und dann sehen wir uns im Steinbruch wieder. Ich muss euch kurz reinholen auf dem Weg zum Spinner. Ich habe nämlich hier auch noch einen Flecken entdeckt, der nicht aufgedeckt war. Und auf dem Weg nicht zum Spinner, sondern zur Rebell. Wobei ich auch noch nicht genau weiß, wie wir da überhaupt hochkommen. Weil das ist hier irgendwo auf diesem Plateau hier oben. Vielleicht müssen wir erst den Brotkrümeln folgen. Das könnte sein, damit wir da hochkommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil wenn man hier guckt, hier gibt es eine Höhle, da kommt man aber da raus, respektive da. Und ansonsten sieht man ja, hier ist überall nur das Massiv, das Felsmassiv. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man vielleicht irgendwo hier vielleicht dann da rumkommt. Das müssen wir dann mal testen. Aber warum habe ich euch reingeholt? Ich habe hier echt was Interessantes entdeckt. Was? Die Mutter aller Irrwische. Oh, guck mal. Brutal, oder? Wie viele da sind. Oh, weg.
Was für eine Explosion, bitte. Oh wow, wenn du Honig brichst, bist du hier aber auch richtig. Was? Oh ja, Leben. Oh, das ist ja richtig geil. Oh, ich würde sagen, das hat sich hier richtig gelohnt. Lass uns mal kurz gucken, wo wir denn überhaupt hin müssen für die Brotkrumen. Ach, guck mal, wir müssen da hin. Oh je, oh je. Im Anfangsgebiet ist mir übrigens eingefallen, gab es hier doch diesen Brunnen. Und da war auch so ein Kristallzapfen drauf, dass man da... Ich weiß nicht, ob wir da auch mal kurz gucken werden. Denn ich würde mich jetzt mal kurz heimteleportieren mit Mephisto. Dann würde ich sagen, wir gucken schnell beim Brunnen. Und dann schauen wir mal, ob wir zum Kreuz kommen. So, wir sind gleich beim Brunnen. Da vorne ist er. Aber ich würde hier heute mal zur Feier des Tages... Wait. Did you just poison the... Seems that way. Oh, how dramatic. Wir haben den Igel vergiftet. Ja, ich weiß, ist nicht nett. So, hier, das meinte ich. Ne, kann man da einfach rein? Ist ja klar, was wir machen, ne? Kann man da nicht rein, doch. Oh. Aber das ist doch nicht nur dazu gedacht, dass man in den Tod stürzt. Oh, ich würde da ja so gern rein, aber hm. Also wenn da jemand eine Idee hat, gerne. Das würde mich ja mal interessieren. Wenn wir den Jägertrank nehmen, hilft das aber auch nichts, oder? So, einen Versuch werden wir noch zusammen starten. Und zwar habe ich jetzt mal den Lebenspunkt noch geholt. Vielleicht kommen wir ja wenigstens mit dem Restleben unten an. Wie gesagt, wir werden es probieren. Wir sind jetzt im Leben voll. So, das mal fürs Protokoll. Wir hauen uns den Trank rein und los geht's. Okay, man stirbt so oder so. Ach, sehr schade. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das funktioniert hätte. So, sind wir im Leben auch gleich wieder voll. So, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir werden mal Richtung Brotkrumen gehen. Hm? Wir müssen mal gucken, ob wir da rüberkommen. Wir versuchen unser Glück. Schon sind wir auf dem Weg, die Brotkrumen. Hello there, old friend. Where are you walking to? All alone? Following the trail? Wait, did you just... I'm going to see my grandmother. And carry her a cake, and... Does she live far off? I'm glad you two are having fun, but... It's beyond that mill you see there, in the first half. But there are more important matters to attend to. Sorry. Did someone say something? I guess. Should we... Most likely, yeah. It's time. Don't tell me you're finally going to talk to me now. Maybe I am. Maybe I'm not. That depends on you mostly. The time of the year is on your side, though. It's the winter solstice, so according to an age-old custom, animals are kind of obliged to speak to humans. Look. I can feel I'm this close to finding out what happened to my sister, and... But first,
you needed to unravel the past of your missing friends, right? Well, it seems that way. It's not enough. You become responsible for every little soul you collect on your way. And you owe them a closure. Talk about leaving your past behind. The only way towards the truth leads through the prison of souls. The place of judgment. Don't worry, I will keep an eye on you for a while. The rest of the road, you'll have to walk alone and face whatever is there. There was a time when my knees would buckle after hearing such a thing. Since we've got a moment all for ourselves, let me enlighten you with some answers. Oha, das Seelengefängnis. Ach du Schande. Jetzt gucken wir mal. Die Wurzeln verbreiten Verderbnis im ganzen Land. Sie beeinflussen die Landbewohner, lassen sie auf die eine oder andere Weise wild werden. Sie sind Abscheulichkeiten und ihre wahre Natur ist noch düsterer, als es vielleicht den Anschein hat. Nachdem die Hütte vollständig von Jaga kontrolliert wird, werden sich die Wurzeln bald zurückziehen. Es sind nur noch wenige Schritte übrig. Aha. Na, Kollege. Ach, schön. Schön, mal mit ihm on Tour zu sein hier. Traut er sich endlich was? Gordana, how many years has she been gone? 15? 16? Not many. And yet so much has changed. But not the people. They hardly ever change. They thought Gordana was the evil from the woods, just like those who came before her. Baba. For them, it was always Baba's fault. Baba Gordana. Has a certain ring to it, doesn't it? Just like the witch's eye in the village. Ich freue mich aber, dass ich ein bisschen mit Mephisto unterwegs sein kann. Ach nee, guck mal. Oh nee. Was ist eigentlich mit unserem Witz? Wann kriegen wir den denn? Hätte ich nämlich auch eigentlich ganz gerne noch den Witz. Oh nee, warum immer so Springpassagen? How come I've never seen these ruins around here? The trail goes straight in. So do you. Wow, schön ist es hier, oder? Oh, you're here already. I'm here already. Come closer. I've got a real treat for you. Oh nee, was ist denn das hier jetzt für ein... Oh, was? Guck mal. Ach du Scheiße. Besenhammer, ne? Jo. Leben ist voll. Hier müssen wir ein bisschen haushalten mit unseren Pfeilen, glaube ich. Ah,
Komm, den nieten wir um. Da sind ganz schön viele von denen. Nee. Na gut. Hilft ja nix. Ach du Scheiße, was ist das? Wir speichern hier mal, oder? Ganz fix. May your hand be just, but your shears patient. Was? Vielleicht ist das kein Kater? Was? Sondern? See the gate? Everything you've been looking for lies behind. A key to your future is in your past, but one needs to be closed for other to open. The souls. Chasing ghosts is pretty much all I do. Chasing and catching. But now, look each of them in the eyes and decide. The choices you make will give you the keys to your destiny. Where was I? Yes. You see, Gordana was the last pair lineage. An age-old bloodline of the wise women. The only ones capable of taming the chaos of the heart and its voracious roots. Few people ever knew how much they owed the Guardians. Now talk about a thankless job. Mostly, she would keep to herself. Mostly. She was only human after all. It so happened she gave birth to two daughters, twins. It does ring a bell, doesn't it? Why did I have a feeling it would all end like this? She has never loved anyone more than them. The folk have always pinned down their ill fate to the witch, so they chose to get rid of her. They've killed her. Oh Gott. Oh, ich dachte, er spricht noch was. Just let me know. Ach komm, hier. Danke, Mephisto. Yeah. Sehr liebes Kätzchen. So, wir springen mal nochmal zurück, oder? Where was I? Yes. You see, Gordana was the last pair lineage. An age-old bloodline of the wise women. The only ones capable of taming the chaos of the heart. And its voracious roots. Few people ever knew how much they owed the Guardians. Now talk about a thankless job. Mostly, she would keep to herself. Mostly. She was only human after all. It so happened she gave birth to two daughters, twins. It does ring a bell, doesn't it? Why did I have a feeling it would all end like this? She has never loved anyone more than them. The folk have always pinned down their ill fate to the witch, so they chose to get rid of her. They killed her. Did
Ich wollte noch schnell den Kater aussprechen lassen. Weil nicht, dass das Anlangen von der Statue nachher irgendwie Doppelgebrabbel bringt. So, jetzt bin ich gespannt. Ach, die kann man noch nicht anlangen, okay. Oh, wir sind hier scheinbar noch gar nicht so weit, oder? Wie sehe ich das? Wir können uns ja mal hier in Ruhe umgucken. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Ach, ist das cool hier, oder? Oh. Der sieht ja interessant aus. Lass mich raten. Ach doch. Wir dürfen die Kiste schon mal öffnen, okay. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt hier. Wurzlingstöcke. Okay. Was ist denn hier los, hey? Ach, guck mal, das spuckt so klein aus, ne? Mhm. Ist ja geil gemacht. Scheiße, was ist das hier? Boah, ich traue mich hier ja gar nichts anzulangen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, aber auch ein cooles Bild hier. Aber wir drücken da mal, oder? In der nächsten Folge würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Genießt mir die Zeit, bleibt mir gesund. Bis gleich. Ciao.